Achso, bin noch so ein harter Noob, hab die Story durch und dann kann ich mich auch nicht entscheiden. Ach, oh, Entschuldigung, ich habe deine erste Nachricht nicht gelesen, ich bin doof. Schwert und Schild kann ich eigentlich immer empfehlen. Schwert und Schild macht ordentlich Fun, finde ich, weil das quasi alles kann. Aber ich meine, man lernt das Spiel halt einfach, indem man spielt, so. Du fängst halt irgendwann an, die Monster zu lesen und dann... welche Waffe war's? Also du... Da, die hier. Du fängst irgendwann an, die Monster zu lesen und dann, gescheit umzusetzen. So. Teostra, ne Gigante. Lunas, oh, ich muss halt noch ein Xeno machen. Uah. Sachen, die ich nicht machen möchte, das. Ach, Xeno ist immer so. Ah. Und ich brauche noch einen Nerg-Gem. Und Teostra-Hörner. Aber ich habe fast alle Jagdhörner. Das ist ganz gut. Das gefällt mir, das gefällt mich. Wie schaut's denn aus mit meinen... wo ist es? Switch Axe. Wie viele brauche ich da noch? Okay. Falls ich die alle... Ich glaube, ich möchte die nicht alle machen sogar. Die Switch Axe. Einige sind halt ganz lustig, aber... Auch hier wieder so ein bisschen... Schade mit den Designs, finde ich. Ja, ne. Hier schon schätze auch okay, dass aber so viele Kombos lernen. Sind es so viele Kombos? Ja, es sind schon eine Menge Kombos. Doch, doch. Eine meiner Lieblingswaffen sogar Hammer Time, da Charge Blade. Das kann ich mal ganz kurz zeigen. Und zwar, wenn wir ins ins Traininggebiet gehen, ist das Charge Blade und Zwerchenklärchen. So, jetzt muss ich mal nochmal ganz kurz. So. So, bang. Bang. Oh, was ist denn? Den Angriff kannte ich noch nicht. So, zack. So. Achso, ich hatte noch nicht mehr aufgeladen. So, deswegen. Und zwar muss ich jetzt eine Combo machen. Das war falsch. Mist. Warte. So, wieder zurückmorphen. Genau, wie ging das nochmal? So, zack. Eins, zwei, drei. Charge Blade ist auch meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Aber viel zu schwer am Anfang. Charge Blade definitiv. Switch Axe braucht ein kleines bisschen Übung, ja. So, ich denke jetzt gerade nochmal nach. So, zack, zack, zack. Ach so. Nein, shit. Ah! Warte, ich habe hier doch ein... Die Jagdnotizen, so. Waffenkontrollen, Charge Blade. Schwert, Axt. Kompo, Into End. Wait. Da
Wait! Achso, warte. Hat er eigentlich auf Mail geswitcht wegen Booty, aber hat mich dann doch enttäuscht. Ich möchte auch wieder zurück auf Female gehen. So, warte, Waffe ziehen. Nein, warte. Boost Sword Mode. B, R. Achso. Muss dafür einmal die Waffe ziehen. So, B. RB. Ah! Ich glaube, ich hab's. Hoffe ich. Ich hatte es mal sogar raus. Ich weiß halt jetzt wirklich nicht mehr, warum ich es nicht mehr weiß. Nein. Hä? Gah, wie ging das nochmal? Was ich machen möchte, ist einmal, so, musste ich dafür, also ich glaube, ich musste nochmal komplett die Waffe aufladen dafür. So, und dann, so. Nee, die Waffe ist nicht komplett aufgeladen. So. Und das ärgert mich gerade, weil ich nicht mehr ganz genau weiß, wie das ging. Wir versuchen es einfach mal ein bisschen weiter. Weil eigentlich hatte ich sogar schon mal herausgefunden. So. Ach so. Ich glaube, es war, oder keine Ahnung. Das war irgendwie ganz komisch. Ich fände es halt schön, würde es in den Jägernotizen drin stehen. Build up too much energy, da da, by the god is yellow above. Some sort of blocking frames. Dense element slash and charge everyone up if you hold the button for too long. Ja, da steht nicht alles drin. Using X, element boost spinning slash with at least one fire with it, element blah, blah, blah. Element Boost Spinning Slash with at least one fire. Ah, okay. Ich glaube, jetzt habe ich's. Oder auch nicht. Oh, zack. Zack. Zwei. Drei. Das Element ist charged. Zwei. Hm.
Warte, ich muss mir das nochmal durchlesen. ja, Axt, bitte. Element Boost Spinning Slash, when at least one fireball element is to a shield. Element Boost Spinning Slash with at least one fire. Das ist Element Boost. Das ist nicht ganz das gewesen, was ich dachte. So, 1, 2, 3. Ah, jetzt habe ich's. Okay, ich hab's. Puh, das hat jetzt ewig gedauert, bis ich's herausgefunden habe. Genau, aber jetzt kann ich den Nice Move machen. So, und zwar, wenn ich jetzt so mache. Und jetzt kann ich den Discharge machen. Genau. Wow, es ist halt. Also stand drin, okay. Aber ich habe es nicht direkt gefunden. Also jetzt ist meine Waffe sehr am abblocken oder abbouncen. Ich glaube, ich war auch noch nie so niedrig mit meiner Waffenschärfe. So. Aber jetzt könnte ich den Move machen. Moin Dragonheart, was geht ab bei dir? Ich müsste die Waffe eigentlich mehr spielen. Also sie ist super fun. Aber die Combo erstmal wieder zu finden. Ich danke viel Team Leader. Oh wow, ich muss mehrfach schärfen. Weil ich so niedrig war von der Schärfe. Okay. Ne, noch einmal. Und jetzt warten wir mal ganz kurz, bis sich das Shield entlädt. Ne, das ist fast fertig. Damit. Weiß auch gar nicht, warum ich die Waffe habe. Anscheinend in diesem Set. Wenn das Set selbst ist nicht fertig. Aber trotz alledem, die Waffe ist halt auch nicht unbedingt fertig. Ich glaube, ich wollte mit der Waffe noch irgendwo hin. Aber keine Ahnung, wohin. Ja gut, die. Ja, das ist die höchste Waffe, die ich habe. Immer gut spiele ist jetzt 5 Tagen. Ich kann auch mal einfach gucken. Kann mal das Greatsword ausprobieren. Ich habe das nämlich noch nie gespielt. Also wirklich noch nie gespielt. So. LT und RS. Achso. Okay, das ist mein Guard. Das ist mein Fußtritt. Wie charge ich den länger? Achso, muss ich den zu einem guten Zeitpunkt loslassen, oder wie? Warte, lesen wir uns mal durch, was wir hier mit der Waffe machen müssen. Dark Great Sword. Tackle Fortifies and Mechanism Immune. True Charge / LSY. Warte, wie? Ich spiele mit Langschwert kaiserlicher Schimmer und dann habe ich noch eine Insektenglefe. Kaiserlicher Schimmer, oh Gott, die Waffe sagt mir nichts. Ist das die Teostra-Waffe? Höchstwahrscheinlich, ne? 1, 2, 3. Ich verstehe gerade nicht ganz, was, wie das funktioniert. Das ist super.
Nein. Deswegen bleibe ich bei Hammer und sowas. Das ist super. Ist stumpf genug. Jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. Ach so, cool. Das ist sogar. Ich dachte, es wäre einfach nur einen Button halten und dann macht das Spiel das für dich. Aber nö. Ach so, und beim letzten sind es dann nur zwei. Das ist ja wirklich cool. Ja, okay, dann muss man doch ein bisschen mehr aufpassen, als ich gedacht hätte mit dem Great Sword. Aber es ist nicht meine Art von Waffe. Nee, macht mir keinen Spaß. Da bleibe ich doch lieber bei meinen Waffen. Moin Y, was geht ab bei dir? Jo, ach stimmt, ich hatte hier noch Gold Thundercutte. Ach stimmt, ich habe hier so viele Covid-Tarot Goldwaffen, naja. Mir glaubt 7 Tage. Ja, also gut, es. Ich find's nicht unbedingt super erklärt, aber ich bin auch vielleicht nur doof. Achso, ich habe hier, guck mal, sogar Kia-Waffen. Warum habe ich die da nicht ausgerüstet? Achso, nee, das ist sogar das richtige Set dafür. Nein, nicht Rarity, sondern Kategorie. Und zwar gib mir mal bitte meine Charge Blades. Das ist die Wetter Crusher. Ja, Paralyse. Hat zwar keine weiße Schärfe, aber Paralyse ist not bad. So an und für sich. Schaut auch gar nicht mehr so bad aus. Das wäre die hier. Aber ja, das Set ist noch nicht fertig. Deswegen ist halt nicht mal mehr 400 Rüstung. Genau. Wäre mein Shorten Shield. So, da kann ich auch nochmal ganz kurz ein bisschen. 1, 2, 3. Ups, das war falsch. 2. Genau, das war die Kombo, die ich gesucht habe. So, 2, 3. Ne, dann. 2, 3. Achso, so. Den Backstep, aufladen, hoch. Genau, das ist nämlich der Mounting Move, der ist echt cool. So, aber ja. Das war auch nicht ganz das Richtige. So. Aber ich wollte hier Ostra machen, ne? So, und zwar gehe ich dafür in meinen Lieblingsmodus. So, Anti-ATT Ostra. Ne, denn ich liebe, und das ist ein bisschen, ja, ich traue jetzt nicht unbedingt. Ich liebe die Waffe hier, die LBG. Ist eine wunderschöne Waffe, ich finde. Ja, kann ich da mal bonk, rennen. So, und dann einmal von Theos draufs Gesicht bekommen. Dass ich ihn aber anscheinend noch nicht gemacht habe in Dingens, wundert mich. Ja, gehen wir mal hoch zum Gathering Hub. Kannst du mir sagen, wie ich Wyvern Gems bekomme? Wyvern Gems, ja. Die bekommst du von warte, ich schaue in meine Notizen rein. Wie mache ich die Waffe? Die LBG? Wyvern Gems bekommst du, High Rank ist wahrscheinlich, ne? Von, also vor, wenn du nur Wyvern möchtest, dann von Barot, Jura Todos, Tobi Katachi.
Paolumo, Radoban, Diablos, Lavaziot, Black Diablos. Das sind alle. Dem Italiener, ich danke dir auf jeden Fall, wusste gar nicht, dass es dort angezeigt wird. Genau, also wenn du genug Informationen über die Monster gesammelt hast, kriegst du hier angezeigt, zum einen, also du kriegst halt das normale Sache, wo sie auftauchen, sowas, dann halt, was gebrochen werden kann, was ein Weak Point ist, ne, zum Beispiel bei Naratian ist der Kopf der Weak Point, der Schwanz ist ein Weak Point, der Schwanz ist abtrennbar, dann siehst du hier die, Rewards, was du bekommst, ne, was gedroppt werden kann und dazu halt die Seltenheit der Materialien. So, und für die Waffe, die ich hier habe, also für die LBG, das kann ich ganz kurz im Workshop zeigen, dass man von hier aus nicht drauf zugreifen kann, ist ein bisschen schade. Ja, dann gehen wir mal ganz kurz runter. Süchen, Hallöchen, mein guter alter Schmied. Und Zwerchen, Klärchen, gehen wir hier auf Lightbogern. Und die LBG, die ich jetzt gerade ausgerüstet habe, ist hier unten im Lunastra-Baum. Ne, das ist die hier. Dafür musst du halt Lunastra machen, ein Gem bekommen. Viel Spaß mit Lunastra. Und dann brauchst du hier ein Kommissionsticket für die drei Waffen, um die quasi verbessern zu können. Na, genau. Ach so, ich habe sogar noch Karma. Ach, das war ja die Normal LBG, nicht? Ja, das war die mit Normal 2 und ich meine, die hatte auch... Ja, die hatte auch Schnellschuss. Die fehlt mir noch. Um ganz ehrlich zu sein, ich finde Lunastra ist ein okayer Fight. Ich finde, wie man an Lunastra rangeht, ist oder halt wie der Spieler an Lunastra rangeführt wird, ist ein bisschen mech. Und zwar, dass man in der kleinen Arena gegen sie kämpfen muss, während ihr DM halt einfach alles wegfegt in dieser Arena, ist nicht... Nicht gut. Also missfällt mir zumindest. Ich habe an der Quest ein paar Versuche dran gesessen. Söchen. Woher war der Gala-Suit? Den hatte man... Also wir hatten jetzt vor kurzem wieder jedes Event hintereinander so ziemlich. Ich glaube, 2 Wochen ging jedes Event. Man braucht halt die Appreciation-Tickets dafür, die, wie heißt es im Deutschen? Dankbarkeitstickets, glaube ich, heißen die. Ich kenne Luna aus allen Monsterteilen früher. Ja, hier, also sie ist wunderschön zu sehen, aber es ist trotz alledem, so, ich würde ganz gern, gib mir bitte Teostra. Ja, komm, gehen wir mal bei dem Dude rein. Der ist Hunter Rank 80. Gegessen habe ich jetzt, ne? Ich bin da mal so ein bisschen doof, was das angeht. Ja. Und das ist soweit richtig. Warte, hatte ich gerade Ice Attack? War der Dude nicht? Wait a minute. Nee, Ice.